Hier hat einer geschrieben aus Marokko. Er war zu Hause, als ich ihn angerufen habe. Und er war mit seiner Familie dort, ganz begeistert. Der nächste hat geschrieben aus Port El Kantouki, wo ist das? In Tunesien, herzlichen Dank. Aus Tunesien, das war der in Stadelheim. Wissen Sie noch, es war ein hartes Brot. Der wollte beim ersten Mal nicht, aber dann habe ich es geschafft. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir gucken mal bei den Kollegen von der Gegenpartei rein. Bei denen läuft gerade ein Sexfilm. Bei denen laufen zwar immer Sexfilme, aber ich habe gedacht, man muss ihnen auch mal ein bisschen Mut machen. Und vielleicht gewinnt der eine oder andere von denen eine Reise. Dann kann er mal ein Wochenende woanders sein und muss nicht immer die dämlichen Sexfilme aus dem eigenen Haus angucken. Sat 1. Ist da gerade Sex? Ja, kann ich mich drauf verlassen, ja? Man muss gar nicht gucken. Guten Tag. Dies ist das Komforthotel in Oberolm. Zurzeit ist das Büro nicht besetzt. Bitte hinterlassen. Oberolme, was? Gottesdienst. Sollte ich mich verwählt haben? Einfach gut. Bei Thomas ist es einfach gut. Der Thomas hat die Art, die ich mag. Alles nur für den Tag. Gott. Thomas Gottschalk ist einfach gut. Ich darf nicht rühren. Das ist unglaublich. Ich habe mich nicht verwehrt, aber ich versuche es nochmal. Ah, jetzt vielleicht. Sat 1 Haupt. Ja, hallo, ist das Sat 1? Hier ist Manfred. Also ich sehe bei Ihnen gerade den vielen Mädchen zur Liebe gezwungen. Ja. Da ist eine Blonde dabei. Habt ihr Adresse von den Damen? Sehr witzig. Was? Warum? Sehr witzig. Ich sehe es gerade und höre es gerade. Ach, Die gucken RTL bei Sat 1. Dürft ihr das? Ach, woher? Ja, ehrlich, es ist doch Sat 1. Ihr seid zur Liebe gezwungen quasi. Mädchen zur Liebe gezwungen läuft bei euch. Wie ist heißt, doch fantastisch, oder? Ja, eben noch das Schlimmste, was es gibt, ist Männer zum Essen gezwungen. Das ist das, was am Mittag passiert und Abend dann. Sag mal, wie heißen Sie eigentlich? Ich muss jetzt einen Erkennungsdienst machen. Das muss ich ja nicht unbedingt verraten, oder? Ja, eben, das kriegt da einen Verweis. Aber Sie haben die Wahl zwischen einem Verweis und einer Reise nach Sri Lanka. Was ist Ihnen lieber? Ja, sehr witzig. Doch, ja. Das. Ja. Nein, wir machen es mit einem Codenamen. Also, wenn Sie wissen, was die Abkürzung von. Sat 1 ist die Abkürzung von. Ja. Was? Ja, Satellitenfernsehen. Ah ja, aber knapp. Also pass auf, Sie sind ein Mensch, der hart arbeitet, gerade in. Was ist das für eine Abteilung, die ich da jetzt erwischt habe bei euch? Das ist Technik. Technik. Also Techniker können immer eine Reise gebrauchen, hä? Bitte? Würden Sie also notfalls nach Sri Lanka reisen? Ja, zur Not schon, klar. Ja, würde ich sagen. Also pass auf, eine Erlebnisreise nach Asien mit Elefantenritt, 2 Wochen mit Begleitpersonen. Hotel Pegasus Reef, Hauptstadt von Colombo, Kulturstätten der Umgebung und so weiter und so weiter. Das hört sich richtig super an, ja. Ist auch wunderbar. Und wer freut sich da? Ist das die Kollegin? Darf die mitfahren? Ja, das dürfte die Kollegin sein, ja. Darf die mitfahren oder hat er die Verlobte? Ja, natürlich, warum nicht? Das ist zufällig nur meine Frau. Ehrlich? Das ist aber schön. Familienprogramm, das ist das Schöne bei Sat 1. Ja. Für Frauen zur Liebe gezwungen. Das genau. Gut. Dann bleibt dran auf jeden Fall, damit wir das ermitteln können, wie der Name ist. Jo. Ja, es geht nach Sri Lanka. Und schöne Grüße an eure Leute da, gell? Ihr macht das ja teilweise ganz nett. Ja, gell? Macht's gut, tschüss. Jo, tschüss. Das ist doch, siehst du. Wir machen ja zwischendurch unsere Umfragen und die Leute sind eigentlich ganz zufrieden mit dem, was wir abliefern. Eine Antwort hat mich überrascht. Die Leute haben gesagt, wir würden zwischendurch, das hat ja immer tolle Namen und tolle Leute, aber Menschen wie du und ich würden wir auch mal ganz gerne in dieser Sendung sehen. Und es gibt ein paar tolle Leute, wir haben uns das zu Herzen genommen, die eigentlich Menschen sind wie du und ich.